Karpilz ist ein Pokémon mit den Typen Pflanze und Kampf, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Knilz. Karpilz ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon. Es besitzt eine agile Statur und eine auffällige Kopfform, die an den Schirm eines Pilzes erinnert, ähnlich bei der Vorentwicklung. Rechts und links sind zwei Öffnungen zu erkennen, die das Pokémon nutzt, um Gift zu verteilen. Das Gesicht besitzt eine große Nase und ebenfalls relativ große, schwarz-weiße Augen auf. Am unteren Teil des Halses befindet sich ein Kragen aus mehreren abgerundeten Strukturen. Die Unterseite des Kopfes, das Gesicht, der Hals sowie der Schwanz sind beige gefärbt. Der übrige Körper, die Arme, die Sporen am Schwanzende und die Oberseite des Kopfes sind dagegen grün. Karpilz hat augenscheinlich kurze Arme, die es bei Bedarf allerdings flexibel ausfahren kann. Ferner steht es auf zwei sehr kräftigen Beinen, die eine große Sprungkraft innehaben und denen eines Kängurus gleichen. Der lange Schwanz ist am Ende mit vier giftigen roten Samen ausgestattet. Hände, Füße und die beiden Öffnungen am Kopf sind rot gefärbt. Und dabei ist es in der Shiny-Form oder sind die sonst grünen Bereiche in der Shiny-Form rot-orange gefärbt. Die roten und sonst beigefarbenen Körperteile sind leicht gelb gefärbt. Karpilz fällt vor allem durch seine durchschlagende Angriffskraft auf. Seine kräftigen Beine verschaffen ihm leichtfüßige, tänzelnde Beinarbeit, die jener von Profiboxern edelt. Es erwehrt sich Feinden mit Hilfe seiner kurzen, aber dehnbaren Arme, die zu schnellen, nahezu unsichtbaren Schlägen wie Tempohieb, Himmelhieb oder Wuchtschlag ausgefahren werden können. Zuvor lähmt es Gegner mit Hilfe giftiger Sporen, die es aus seiner Kappe oder den Kapseln an seinem Schweif herausschüttelt. Stachelspore erlernt es selbst und kann Attacken wie Giftpuder oder Pilzspore von seiner Vorstufe übernehmen, jedoch nicht selbst erlernen. Ebenfalls zeigt sich diese Eigenart in seiner Fähigkeit Sporenwirt, durch die es bei Berührung Sporen abgibt, welche Statusprobleme herbeirufen können. Andere Exemplare verfügen über Giftheilung und werden durch eine Vergiftung sogar geheilt. Die versteckte Fähigkeit Techniker zeigt seine kunstvollen Fertigkeiten, durch die schwache Attacken effektiver gemacht werden. Karpilz teilt sich den feuchten, warmen Lebensraum dunkler Wälder mit seiner Vorstufe Knilz. Es ernährt sich von Waldpflanzen wie Bäumen und Wiesengras. Die Samenkapseln an seinem Schweif sehen nahrhaft aus, doch sind sie giftig und können eine heftige Magenverstimmung hervorrufen. Dabei ist Karpilz die letzte Stufe der zweistufigen Entwicklungsreihe. Im Lauf seiner Entwicklung prägt das kugelrunde Pokémon Arme, kräftige Beine sowie einen Schweif aus und gewinnt den Kampftyp hinzu. Dabei wird die Entwicklung von Knilz zu Karpilz in den Spielen bei Erreichen von Level 23 ausgelöst. Jetzt, wo es den Kampftypen zum Pflanzentypen hinzubekommt, nimmt es halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro, Boden, Gestein und Unlichtattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Psycho und Feeattacken, vierfachen Schaden gegen Flugattacken und der Rest macht normalen Schaden.